American Pancakes. Kleine fluffige Frühstückspancakes, damit du auch mal neue Ideen hast, was du zum Frühstück als Veganer essen kannst, statt nur eine Banane und einen Apfel. Hi, ich bin der Soram von Soram's Kitchen und heute machen wir American Pancakes. In diesem Video lernt ihr, wie man American Pancakes in vegan mit Dinkelmehl sogar zubereitet, ohne dass sie ausschauen wie Körnerfutter. Und zuerst zeige ich euch die Zutaten, dann zeige ich euch, wie man den Fluff in den Pfannkuchen reinbekommt, wie der Fluff im Pfannkuchen drin bleibt, wie sie ausgebraten werden und wie man dann diesen wunderschönen Turm aufstapelt. Ich kann euch nur empfehlen, am Sonntag genug von diesen Dingern zu machen, denn wenn es wieder heißt, es ist Montag, dass du immer noch Bock hast, aus dem Bett zu krabbeln, weil du noch American Pancakes auf Halde hast, sozusagen. Viel Spaß bei diesem Video. American Pancake Zutaten: Sojamilch, Calcium mit Zucker, Dinkelmehl oder Weizenmehl, wollte ich sagen, nicht Dinkelweizenmehl, es gibt noch keine Mischungen fertig. Hier machen wir ein bisschen Sojamehl noch mit rein, Zucker, geschlagene Sojasahne. Das ist unser Pfannkuchen. Zum Ausbraten brauchen wir ein bisschen Öl. Und dann als Topping machen wir es ganz klassisch mit Ahornsirup und ein bisschen zerlassener Butter obendrauf. Das Mischverhältnis bleibt bei 2 zu 1. Wir nehmen 250 ml geschlagene Sojasahne und ungefähr 300 Sojamilch. Jetzt machen wir erstmal einen festen Teig, wo wir dann nachher die geschlagene Sojasahne drunter ziehen. Und ein bisschen. Dann kommt Zucker. 4 Esslöffel, Prise Salz, weil amerikanisch. Also diese Sahne, die werden wir gleich noch schlagen. Und hier sind 250 oder 300 ml Sojamilch. Natürlich nimmst du die beiden Gewichte zusammen, was 550 Gramm sind, und machst dann ein Mischverhältnis von Flüssigkeit zu Mehl von 2 zu 1. Sprich, wir nehmen dann 250 Gramm Mehl. In dem Fall nehmen wir 3 Esslöffel. Genau, warte, jetzt haben wir die Waage drin, nehmen wir 3 Esslöffel Sojamehl. Das ersetzt praktisch unser Ei und dass der Pfannkuchen ein bisschen besser stockt oder auf dem aufgeblähten Zustand schneller stockt als jetzt nur mit Mehl, was man bei einem normalen Pfannkuchen nicht bräuchte. Also hier nehmen wir ca. 30 Gramm und füllen es nochmal auf 250 Gramm mit Mehl auf. Na komm schon. Das wird jetzt ein relativ fester Teig, das darf auch sein, und unter den ziehen wir dann nachher die Sojasahne. Genau, wichtig ist hier klümpchenfrei, du musst keine Glutenstruktur aufbauen oder sowas. Klümpchenfrei reicht vollkommen aus. Das ist das, was ich Sojasahne nenne, das ist Sojacuisine. Nicht jede pflanzliche Sahne kann man aufschlagen und auch auf dieser Sahne steht nicht drauf, dass sie aufzuschlagen geht. Ich habe früher immer die von, genau. Also mit Hafersahne, Reissahne und so weiter, was es alles mittlerweile gibt. Heißt, müsst ihr immer gucken, ob ihr irgendwo lesen könnt, dass die aufschlagbar ist. Und dann schätze ich mal, dass diese Rezepte auch mit diesen Sahnen funktionieren. Ich weiß, dass ein paar von euch gegen Soja was haben. Da habe ich aber noch ein ganz gutes Argument. Also wer nicht viel Soja essen will, hier sind 7,9% Soja drin. Auf 250 Gramm, 8%. Müsst ihr selber ausrechnen. Das ist irgendwie die halbe Mehrwertsteuer zurzeit. Nicht so viel. Also am Anfang, ich schalte die Maschine an, erstmal auf kleiner Stufe, weil das sonst zu viel spritzt, weil ich diesen Deckel nicht mehr habe. Und umso mehr die an Volumen gewinnt, umso schneller kann ich auch vom Rührwerk gehen. Wichtig dabei ist, es wird niemals Butter, also du kannst auch spazieren gehen und wiederkommen. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist die Sahne runterdrehen von der Geschwindigkeit und danach wieder hochdrehen, weil die Luft, die sich einmal gesammelt hat, oder gar ausschalten zwischendrin, das darfst du nicht, weil sie hält zwar die Luft, wenn sie drin ist, aber sie verliert die Luft auch wieder, wenn sie sich ein paar Minuten hat zum Absetzen und du es dann wieder in Bewegung bringst und dann kommt die Sahne nie wieder hoch. Und ihr seht schon, fest. Fest ist was anderes, aber es ist auf alle Fälle schön fluffig und das ist das Einzige, was wir wollen, ist fluffig. Die Sojasahne kommt jetzt in unseren Teig. Du schaust jetzt einfach, dass du den Teig von unten hoch bekommst und die Sojasahne einarbeitest. Und am Anfang machst du das noch nicht so wild, bis sich es ein bisschen miteinander verbunden hat und dann darfst du schon ein bisschen flotter werden.
Und ihr seht schon, es ist ein deutlich luftigerer Teig. Normalerweise wird ein American Pancake mit Eischnee gemacht, aber der Veganer verweigert ja das Ei. Und was ich noch sagen wollte, wir haben den Teig extra nicht so süß gemacht, weil wir nachher Ahornsirup oben drauf schütten. Und deswegen ist gut, wenn der Teig jetzt nicht so super, super zuckrig ist. So, wir braten die Pfannkuchen aus. Ein Stückchen Butter. Bisschen Öl. Klassischerweise macht man jetzt auch nicht die ganze Pfanne voll mit einem riesen Pfannkuchen, sondern man setzt eher so kleine Drops, die dann zu Mini-Pfannkuchen gemacht werden. Musst du schauen, dass du weit genug vom Rand weg bist. Und hier habe ich auch eine kleinere Kelle als normal. Wichtig ist, dass er nicht zu sehr an den Rand kommt, weil sonst kriegst du so eine komische Form, so eierig. Dann machen wir einen ganz kleinen. Und jetzt hier auch in dem Teig nicht so viel rumrühren. Ja, lass den einfach stehen, so wie er ist. Also ich hänge auch extra die Kelle nicht rein, damit ich nicht jedes Mal die Luft wieder rausdrücke. Flamme, 3/4 Hitze reicht. Da muss man schauen, wie lange man braten. Hier dürfte man den Bräunungsgrad am Rand recht gut sehen, weil hier wollen wir jetzt auch nicht so viel rumverwerken. So, jetzt ist er halb trocken, wird der Pfannkuchen gewendet. Und ihr könnt bei anderen Videos gucken, also die haben auf alle Fälle deutlich mehr Volumen, obwohl wir jetzt kein Backpulver oder irgendwas rein haben. Und sie haben schöne Löchlein, wo dann nachher die Butter und der Ahornsirup reinfließen kann. Wunderbar, oder? Bisschen zu lang. Dieses Spiel wiederholen wir jetzt 30 bis 80 Mal. Beziehungsweise bis die Fußballmannschaft von Kindern, die ihr euch zugelegt habt, gefüttert ist. Was bei mir in den Kochbüchern steht, dann mal goldig ausbraten, bis ich irgendwann mal gehört habe, dass das golden ausbraten heißt. Ich finde goldig viel süßer. So, die Pfanne haben wir kurz ausgewischt von allen Teigresten und nehmen uns jetzt einfach ein Stückchen Butter. Das sind ungefähr 14 Gramm. Oder eher so 60. Die lassen wir uns schmelzen. Und machen uns startklar für unseren Turm. Sobald die geschmolzen ist, lassen wir die über den Turm drüber laufen mit Ahornsirup. Okay, das waren unsere American Pancakes. Auf was müssen wir achten? Die Pfanne darf nicht so heiß sein. Wir dürfen den fertigen Teig nicht so viel rühren oder am besten gar nicht rühren. Und Sojasahne braucht tatsächlich, oder Soja-Cuisine, 17% Fettgehalt, nicht aufschlagbar, die doch aufschlagbar ist vom Provermehl, braucht tatsächlich 10 Minuten in einer Küchenmaschine, bis sie soweit ist. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Wir machen jede Woche ein neues Video. Ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren, uns ein Like hinterlassen und bitte kommentiert doch. Ich finde es so schön, mit euch in Kontakt zu sein, weil ich sabbel euch hier immer voll und ich finde es voll schön zu hören und zu sehen, wer ihr eigentlich seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche, wenn es wieder heißt, Sorums Kitchen Goes YouTube. See you next time.